Ja, meine Freunde, wie ihr mit Sicherheit wisst, ist Daniel Kofi Kjaer meine Wunschlösung für Werders Transfersommer. Jetzt kam auch gerade die News rein, dass die Entscheidung jetzt wirklich naht und auch ansteht. Und Werder ist ja eben einer der Interessenten mit anderen Clubs natürlich auch noch, die mit im Boot sind. Unter anderem Freiburg, Gladbach und Union Berlin werden halt da genannt. Das sind so die Hauptakteure, sage ich mal, bei diesem Deal. Und ja, jetzt ist eben eine Info rausgekommen, beziehungsweise wurde mir gerade eben auch zugeschickt, dass Daniel Kofi Kjaer von der Nationalmannschaft jetzt zurückfliegt, um eben seine Entscheidung zu treffen, seine Transferfindung zu vollenden. Ist auch gut, denn so oder so, denke ich, ist es gut, wenn Daniel Kofi Kjaer eine vollständige Vorbereitung auch mitmacht bei seinem neuen Club. Ich hoffe natürlich immer noch, dass wir das sein werden. Ich glaube, der Ball liegt da bei ihm, ne? Wo, glaubt er, hat er die meisten Chancen, sich auch in der Bundesliga zu zeigen? Und deswegen sehe ich uns halt auch immer noch als ganz guten Kandidaten, weil ich glaube, dass Daniel Kofi Kjaer bei uns auf jeden Fall relativ schnell zum Stammspieler reifen könnte. Und ich glaube, dass du Kjaer nicht nur auf den Zehner-Position spielen lassen kannst, sondern sogar auch als Backup-Stürmer kannst du den ebenfalls mit einsetzen, wenn du halt jemanden brauchst, der um einen Stürmer dann rumspielt. Das ist natürlich eine andere Art von Fußball, aber wer technisch so versiert ist und so gut am Ball ist, den kannst du das absolut zutrauen. Ich habe auch für euch hier das nochmal rausgeholt. Mit den Werten von der letzten Saison hat, wie gesagt, immer noch einen Marktwert von 3 Millionen. Der wird jetzt nochmal geupdatet. Von 29 Spielen hat er 12 Tore und 10 Vorlagen in 29 Spielen gemacht. So, jetzt aber. Von 34 möglichen Spielen hat er 29 Spiele absolviert. Und ja, kurzum ist einfach, wie gesagt, ein super Spieler. Ihr seht auch hier die Mitkonkurrenten. Also wir, Freiburg, Gladbach und Union Berlin werden genannt. Mit Freiburg gab es ja auch diese Gespräche schon, die wurden ja auch bestätigt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es mit Bremen auch schon Gespräche gab, vor allen Dingen, weil ja auch da so die Connection nicht weit weg ist. Also das wäre das Nonplusultra, wenn wir ihn kriegen würden, sage ich euch ehrlich, das ist so meine persönliche Meinung. Ich wünsche aber dennoch, so oder so, Daniel Kofi Kjaer, ganz, ganz viel Glück bei seinem nächsten Erstligaverein, weil ich einfach finde, es ist ein fantastischer Fußballer und ich freue mich, ihn in der Bundesliga kicken zu sehen. Ich wünsche mir aber eben auch unter anderem, dass er zu uns kommt, weil ich glaube, dass er bei uns am ehesten zum Stammspieler reifen würde. Bei Freiburg, Gladbach und Union sehe ich das einen Tick schwieriger, aber ja, das wird man dann sehen, für wen er sich entscheidet. Fakt ist, diese Entscheidung wird jetzt getroffen. Wir werden sehr bald schon Klarheit haben. So, das mal kurz als Info für euch. Eure Meinung gerne in die Kommentare.